Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo. Heute die 10. Folge der 2. Staffel und es wird weihnachtlich. Es wird weihnachtlich. Letzte Woche, habt ihr ja gesehen, gab es eine vegetarische Weihnacht. Und heute haben wir uns gedacht, gibt es mal schöne Entenbrust. Ne? Entenbrust, rosa gebraten mit einem wunderbaren Spitzkohl à la Creme. Und selbstgemachten Klößen dazu. Natürlich eine ordentliche Soße, darf nicht fehlen, ganz klar bei Klößen. Ich freue mich auf euch, bleibt geschmeidig, bleibt dran und wir sehen uns gleich. Ne? Ihr Lieben, hallo, da bin ich wieder. Heute mal ganz allein, das ist nicht schlimm. All dieweil, somit kann ich euch ein bisschen mehr noch rüberbringen in kurzer Version. Das heißt, heute gibt es nicht so viel Unterhaltung, sondern heute gibt es eben mal geballtes Wissen. Ne? Weihnachtliches Essen. Und zwar hatten wir gesagt, wir machen eine schöne Entenbrust, rosa gebraten, dazu Kartoffelklöße. Und wir machen eine Soße dazu und einen Spitzkohl à la Creme. Das heißt, wir beginnen als erstes, uns die Soße anzusetzen. Und vorher, wir haben uns natürlich von der Entenbrust oder von den Entenbrüsten, wir haben uns die zurechtputzen und die Abschnitte ganz einfach hier mal wegschneiden, zuputzen. Dann habe ich mir noch ein bisschen Geflügel klein geholt dazu, ein Röstgemüse, das heißt Karotte, Sellerie und Lauch. Eine Zwiebel werden wir noch brauchen, dazu habe ich hier ein bisschen Beifuß, Rotwein, Salz, Pfeffer und ein bisschen Orange. Also, lasst uns beginnen. Also wir schneiden jetzt hier von der Entenbrust im Prinzip alles, was... Robert, geht's? Ja, weil ich es kann, Robert... Robert, das muss jetzt alles passen hier, ne? Weil ansonsten muss ich wirklich noch mal ins Auto rausgehen und den Zauberstab von Friedi holen, weil dann bist du nämlich dann der Rizzo und ich bin der Bünger. Was hältst du davon eigentlich? Nicht viel. Dann machst du los erstmal. Also wir putzen jetzt hier schön die Entenbrust zurecht. Wir schneiden die Sehnen ganz einfach hier raus und dann werden wir die Entenbrust parallel einfach im Ofen bei 80 Grad auf dem Gitterrost rückwärts garen. Das heißt, wir garen es erst im Ofen vor und braten sie dann in einer Pfanne an. Okay, jetzt werden wir hier noch die Haut ein bisschen einritzen. Macht das bitte vorsichtig, dass er nicht direkt aufs Fleisch schneidet, sondern wirklich nur die Haut einritzen. Sollten jetzt hier noch Federkiele drin sein in der Haut, dann entfernen wir die ganz einfach nach dem Vorgaren. Das geht dann ein bisschen einfacher. Nehmen wir uns eine Pinzette dazu und dann könnt ihr ganz entspannt die Federkiele daraus ziehen. So, die setzen wir uns erstmal hier aufs Gitterrost im Ofen. Backblech noch unten drunter, 80 Grad einstellen, im Ofen. Man sagt immer so, pro Kilo eine Stunde beim Niedertemperaturgaren. Das heißt, 40 Minuten ungefähr werden wir jetzt hier für die Entenbrust benötigen. Ja? Gut. Dann werden wir hier in der Zwischenzeit uns die Soße ansetzen und dazu nehme ich mir hier den Wok daher, gebe da etwas Pflanzenöl ein,
Also, hier das Öl. In dem Fall habe ich hier ein Rapsöl dahergenommen. Da geben wir jetzt die Abschnitte von dem Fleisch dazu, also von der Entenbrust, von der zugeputzten. Und dann habe ich mir hier noch ein bisschen ein paar Chicken Wings geholt. Ja, das wird jetzt hier schön angeröstet. Robert, ich muss mal hier anmachen, wenn ich das nicht stört. Ne, Lampe, nee, nur Ablüft. Mach doch mal die Lüftung an. Also röst das richtig schön an. Na, das kann ruhig ein bisschen Farbe bekommen. Na, das nennt man jetzt hier Röstaromen. Und in der Zwischenzeit schnappen wir uns mal das Gemüse und schneiden das in walnussgroße Stücke. Nehmen wir uns hier den Sellerie. Der kann auch wirklich mit Schale verwendet werden. Natürlich sollte das Gemüse sauber sein, klar, logisch. Weil wir passieren ja unsere Soße dann. Gibt es natürlich verschiedene Methoden zu sagen, okay, ich passiere durch die Flotte Lotte und verwende im Prinzip das Gemüse noch, dann sollte ich natürlich dort in der Hinsicht das Gemüse auch vorher schälen. Klar. So, hier da rein damit. Okay. Ja, das ist nicht schlimm, wenn sich hier am Pfannenboden da so ein bisschen was absetzt. Ne? Das bringt dann im Prinzip alles noch Geschmack und natürlich auch Farbe mit in unsere Soße. Und wir Sachsen, wir lieben ja Soße, von daher muss es auch reichlich sein. Ne? Letzte Woche war die Claudi ganz einfach wirklich ein bisschen betrübt, weil so wenig Soße übrig geblieben ist. Aber das ist dann halt mal so, ne? So, Zwiebel. Wie gesagt, hier auch mit Schale rein. So, geben wir jetzt hier mit zu. Und rösten das ebenfalls richtig schön mit an. Ne? Gemüse hat ja auch einen gewissen Zuckeranteil. Somit fängt es natürlich auch an zu karamellisieren. Was unsere Soße halt wirklich richtig gut tut. Ne? Dass so leichte, süße Elemente halt auch mit drin sind. So, das lassen wir jetzt hier richtig schön vor sich hin schnurcheln. Bewaffnen uns dann schon mal mit einem Rotwein. Wir können uns hier auch den Beifuß schon mal soweit vorbereiten. Das heißt, mal den Stiel mit abschneiden hier. Und der kommt dann so mit ein. Genau, für meine Klöße. Das habe ich jetzt wirklich tatsächlich schon vorbereitet. Habe ich hier die Kartoffeln im Ofen schon vorgegart. Das heißt, als Pellkartoffel ab in den Ofen rein, 180 Grad, circa 3/4 Stunde hatte ich sie drin. Die werde ich dann abpellen und werde sie ganz einfach durch die Kartoffelpresse geben. Habe ich schon mal in einem meiner Videos für die Rouladen zum Beispiel als Beilage dabei gehabt. Das sind so meine Klassiker Klöße. Und das ist das Rezept von meiner ungarischen Oma. Ja? Warum habe ich die im Ofen gemacht? Natürlich, wenn ich die jetzt koche, bringe ich noch mehr Flüssigkeit in die Kartoffeln mit rein.
Und somit zieht im Prinzip, wenn ich die im Ofen vorgare, die Hitze, die Feuchtigkeit schon raus. Und somit habe ich eine schöne trockene Kartoffel. Ne? Und auch dann natürlich auch dementsprechend einen trockenen Kartoffelteig. Also Soße ansetzen ist wirklich eine langwierige Geschichte. Braucht auch Zeit. Und im Endeffekt sollte sie auch köcheln. Ich sage jetzt mal, in Restaurantküchen köchelt die auch den ganzen Tag hinweg und wird dann erst passiert. Ich sage mal so, für euch heute jetzt hier machen wir die schnelle Version. Die Soße könnt ihr euch zum Beispiel auch schon einen Tag vorher ansetzen. Ganz entspannt. Ne? Und dann zum Beispiel in so eine Milchflasche rein oder in so eine Sahneflasche oder wie auch immer verschließen und somit ist die natürlich doch in der Hinsicht dann gut haltbar und ihr habt immer halt ein bisschen Soße da. Gut, in der Zeit, wo das hier vor sich hin schnorchelt und röstet, kann ich ja hier die Kartoffeln pellen, oder? Habe ja heute keine Küchenhilfe mit hier. Also machen wir das mal schön selber. Aber manchmal hat der Robert ja auch eine Hand frei. Aber heute eher nicht. Aha. Gut, also schön durchpellen hier oder abpellen. So, ihr Lieben, jetzt schnappen wir uns im Prinzip den Rotwein. Und jetzt wird abgelöscht. Na, ich habe jetzt hier noch so einen Restrotwein, den der Robert das letzte Mal nicht geschafft hat. Wie jetzt, Robert, Wein nicht geschafft? Genau, jetzt werden wir die ganze Geschichte ablöschen und einreduzieren lassen. Das Ganze machen wir dreimal. Einkochen lassen, bis es wieder nach Flüssigkeit lechzt. Dann nehmen wir uns wieder Rotwein, gießen wieder auf, lassen es wieder einkochen. Das Ganze wiederholen wir dreimal. Und dann wird im Prinzip aufgegossen mit einer Geflügelbrühe, mit einer Gemüsebrühe oder hier in dem Fall heute mit einer Hähnchenbrühe. Also aus dem Wasserhahn. Haha, Wortspiel. Gut, also die Niki ist auch gerade hier reingetrudelt, jetzt muss er auch nachher kommen. Ah, so ein Mist. Gar nicht in der Maske gewesen heute. So, ihr Lieben, ich habe die jetzt hier gepellt und jetzt drücken wir die hier schön durch die Kartoffelpresse durch. Das geht am besten natürlich, wenn die Kartoffel warm ist und auch dementsprechend gar ist. Ne? Also wenn die natürlich noch nicht richtig weich ist, dann habt ihr da ein bisschen Probleme bei der ganzen Sache. Punkt ist ganz einfach, was habe ich gewählt? Ich habe hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel gewählt. Eine mehlig kochende wäre jetzt hier nicht so der Bringer gewesen oder wäre nicht der Bringer, weil dort ganz einfach der Stärkeanteil zu hoch ist. Eher für eine Püreesuppe gedacht oder für ein Püree an sich. Aber wenn ich ein bisschen Stabilität haben möchte, in einem Kloß oder wie auch immer, in Gnocchis zum Beispiel, dann wähle ich die vorwiegend festkochende Kartoffel. So, eure Soße nie außer Acht lassen. Ne? Also wenn dort die Flüssigkeit weg ist, dann wieder aufgießen. Und hier empfehle ich euch natürlich auch bei der Presse, nicht unbedingt eher aus Kunststoff oder Plastik zu nehmen, weil da mal mit viel Druck gearbeitet, kann sie auch gerne mal auseinanderbrechen.
alles schon passiert. Spricht man aus Erfahrung. So. Perfekt, hier kommt dann auch nichts weiter ran, also wie Hartweizengrieß und Mehl. Naja, das ist eher was für einen Robert, oder? Robert, wollen wir hier noch einen Schnitzel draus machen? So, also hier köchelt es vor sich hin. Da kann der ruhig Niki mal rumkommen, oder? Na klar. Jetzt, wo der Robert gerade einweicht. Ah, der Robert kann das gut. Guck mal, wie gut der einweichen kann. Das ist der Wahnsinn. Kai? Niki, schön, dass du da bist. Cool. Grüß dich. Was hast denn du wieder? Also, ich habe mich heute so ein bisschen auf die Adventszeit eingestellt, passend zu deinem Gericht. Jetzt kann man ja langsam mal mit Lichterkette, Kerze, Kugel arbeiten. Ich habe die Kugel einfach mal ein bisschen umfunktioniert, und zwar als Vase. Habe ich einfach verkehrt rum auf den Spiegel geklebt und schon haben wir ein schönes Gefäß, wo wir Wasser reinfüllen können und die ein oder andere kleine Blume reinstellen, beziehungsweise mal eine kleine Kerze reinmachen kann. Du bist eine richtige Füchsin, ne? Was dann auch mit auf der Weihnachtstafel stehen kann und auch über die ganze Adventszeit auch hält und man immer wieder auch mal eine neue Blume reinstecken kann. Das sieht sehr, sehr cool aus. Genau, und wer das mit Kerzen halt nie mag, aus Sicherheitsgründen oder weil er Angst davor hat, kann dann auch eine Lichterkette anmachen, sieht genauso schön aus. Ja, das ist halt mein Beitrag. Sehr geil. Ja, gefällt mir auch richtig gut und vor allem so auf dem Spiegel angerichtet, finde ich, gibt es das Licht auch nochmal schön wieder und macht auf der Tafel eine schöne Stimmung. Absolut. Ja. Ich beobachte ja auch gerade auf den Social-Media-Kanälen, was du so noch so Schönes zauberst. Ja. Mega geil, muss ich sagen. Die Weihnachtszeit. Da lässt du der Kreativität völlig freien Lauf. Ja, vor allem dieses Jahr auch mal ein bisschen mehr mit Lichterkette und das Ganze. Gerade auch gestern habe ich einen Strauß hochgestellt mit einer Lichterkette drin, so ein Adventsstrauß, der locker 3-4 Wochen hält. Da sind einfach nur weiße Zweige, Kiefer, Lichterkette, Distel ist mit drin, einfach was Schönes Winterliches, was dann auch nie nur bis Weihnachten stehen kann, sondern auch mal ein paar Tage länger. No. Nee, also mega. Da finde ich, in der Weihnachtszeit kann man sich schon austoben. Ja, aber so richtig schön austoben. Sehr und gerade cool. Wenn es um 4 dann schon finster ist, finde ich es doch umso gemütlicher, wenn dann mal eine Kerze oder ein Licht mit angemacht wird. Und einen Adventskranz für den Dom hast du auch gemacht, habe ich gesehen. Ja, ich freue mich. Kriegst du den selber gehoben, oder? Ja, es ist ein Kraftakt. Ne? Aber da müssen wir mit dem Coach definitiv nochmal kommunizieren. Nee, wie das man passt den, wie man den am besten dann hebt, oder? Ja, nee, ich habe da schon so meine Position, die da ganz gut funktioniert. Ich sag mal, am Anfang ist er ja noch relativ leicht. Bloß wenn dann der Kranz gewickelt ist, da der ringsrum rund gewickelt ist mit Tanne, kommt dann schon ein ganz schönes Gewicht zusammen. Also wir kommen so circa auf 30, 35 Kilo bei dem Kranz. Und der hat ja auch einen Durchmesser von circa 1 Meter, 1,20 Meter. Ist sehr handlich, ne? Es ist handlich, ja. Also zum unterm Arm klemmen oder über die Schulter hängen, finde ich das sehr praktisch, aber auch mal so als modisches Accessoire. Ja. Sehr cool. Nee, aber der ist immer wirklich sehr schön. Und da freue ich mich auch drauf, wenn ich den machen darf und kann. Und gerade im Freiberger Dom, finde ich, muss das schon so eine Größe sein, damit absolut das auch reinpasst. Absolut. Mhm. Cool, du hast vorhin schon gesehen oder hast gesagt, es fängt an irgendwie ein bisschen zu schneien. Ja, ne, sehr schön. Pünktlich zum Winteranfang. Von daher mega. Ja. Gut, ich werde das mal auf den Tisch platzieren. Du platzierst es auf den Tisch, genau. Und wir sehen uns, glaube ich, dann nochmal wieder, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden ich habe noch was Schönes mitgebracht. Gut, okay, alles Niki, klar. Bis dann. Bis später. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Niki hat heute hier Ton dabei. Richtig Ton, oder? Ja. Nicht bloß hier durch die Blume sprechen, sondern heute mal mit einem Mikro. Also, hier wieder Rotwein auffüllen, ablöschen, nochmal einreduzieren lassen, das wiederholen wir dann nochmal. Und in der Zwischenzeit werden wir uns hier mal um den Spitzkohl kümmern. Spitzkohl finde ich einer der geilsten Kohlarten, Kohlsorten, weil er wirklich sehr, sehr sanft und seicht ist. Kann man natürlich auch als Salat verarbeiten. Schönen Spitzkohl-Salat mit Orangenfilets oder Orangenmarinade dazu. Finde ich mega. Aber wir machen heute eher die Schmorkohl à la Creme. À la Creme bedeutet in dem Fall halt hier mit etwas Rahm angegossen. Und wir geben natürlich noch ein bisschen Vanille dazu.
Und zwar tun wir uns erstmal den Spitzkohl hier halbieren, vierteln, den Strunk rausschneiden. Das können wir uns schon mal so vorbereiten. Und dann sehen wir zu, dass wir den wirklich in feine Streifen schneiden. So, dafür nehmen wir den so ein bisschen auseinander. Mal hier durchschneiden. Und dann schneiden wir den hier so richtig schön in feine Streifchen. Von der Menge her werdet ihr dann sehen, wenn wir den im Prinzip garen, dass er natürlich ordentlich zusammenfällt. Ne? Also deswegen ist so ein Spitzkohl nicht wirklich viel. Hier muss ich jetzt immer an meinen Opa denken, wie er in seiner Küche gesessen hat. Erstmal das Messer vorher nochmal schön geschärft und dann mit seinem kleinen Brettel das Weißkraut, ne, in dem Fall, richtig schöne feine Streifchen geschnitten hat. Weiter geht's beim Spitzkohl. Im Endeffekt setzen wir uns dann noch einen Topf auf für die Klöße. Wie gesagt, eine schnelle Geschichte. Dadurch, dass die Kartoffeln ja schon vorgegart sind, brauchen die dann auch nicht lange. So, hört ihr dieses Knistern? Das ist für mich das Zeichen wieder Rotwein. Und wieder ablöschen. Na, da ist mal so eine Rotweinflasche. Nichts. Kleinen Schluck habe ich hier noch über. So, das lassen wir jetzt nochmal einkochen. Gießen es dann auf mit entweder einer Brühe oder Wasser wird es auch machen. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dazu. Den Beifuß, ein bisschen Orangenschale. Und dann lassen wir es einfach einköcheln. Ne? Ich sag mal, um die Hälfte muss es dann definitiv reduzieren, was in dem Topf dann drin ist. Hallo Thomas! Wir sind natürlich wieder hier im Küchenstudio Liebscher. Bei guten Freunden, wie gehabt. Das seht ihr ja quasi an der Kulisse. Aber Thomas, Heidi und Mandy möchten nicht unbedingt vor die Kamera. Die haben immer genug zu tun. Aber wenn die Kamera dann aus ist, dann sind sie meistens mit da. So, perfekt. Jetzt brauchen wir hier noch eine Zwiebel dazu. Zum Anschwitzen für unseren Spitzkohl. Das können wir uns jetzt hier schon so vorbereiten. Die auch wieder in Würfel. So, jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, was ich euch sonst immer erzähle beim Zwiebeln schneiden. Der Rest, der hier ist, ab in die Soße, ab in die Brühe mit rein, in den Fond. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Ansatz unserer Soße im Prinzip in einen Topf umfüllen. Also ihr könnt es so direkt im Topf ansetzen, aber für mich ist natürlich hier auf die Menge gesehen die Fläche halt größer, wo ich was anrösten kann. Ne? Deswegen habe ich hier den Wok gewählt. Weil wenn ich es nur in so einem kleinen Topf anröste, ist die Menge halt viel zu viel. Ne? So, also rein damit. Damit und dann gießen wir hier mit Wasser auf.
Rein damit. Machen wir hier nochmal kurz an hier. Hep. So, und das lassen wir jetzt schön einköcheln. Geben noch Salz, Pfeffer dazu. Den Beifuß. So, Beifuß mit rein. Salz. Kommt mit dazu. Gebt nicht ganz so viel dazu, es reduziert ein. Das heißt, der Salzgehalt wird noch intensiver. Hier ein bisschen Pfeffer mit rein. Hep. Und dann nehmen wir uns hier noch etwas Orangenschale dazu. Rein damit. Jetzt heißt es köcheln lassen. Gut, in der Zwischenzeit machen wir wieder ein bisschen klar Schiff. Das heißt, bereiten uns unsere Kochgeschirr, Gefäße, wie auch immer, wieder vor für den Spitzkohl. Und wir müssen natürlich noch Wasser aufsetzen für unsere Klöße. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Und zwar machen wir uns jetzt unsere Klöße fertig. Das heißt, nehmen wir uns ein Blechel hier daher. Bam. Siehst du was, Robert? Ne, du siehst nichts, ne? Machen wir hier mal die Zwiebelwürfel da ein bisschen rüber. Ja. Hier haben wir die Kartoffelmasse. Und zu der Kartoffelmasse kommt jetzt natürlich noch Salz. Der Rizzo nimmt nicht so viel Salz. Doch, nehme ich. Hier kommt auch ein bisschen Salz rein. Wo es eigentlich schade ist, ne? Die Salz ist versiegt, ne? Na, dann sind wir ein bisschen sparsamer. Gut, jetzt geben wir noch dazu Grieß. Hartweizengrieß. Und natürlich noch Mehl. So, jetzt wird das Ganze hier schön verknetet, ne? So. Bis wir eine schöne, kompakte Masse haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch noch Croutons reinmachen. In die Klößmasse, also in die Klöße dann an sich. Was denn jetzt? Ja, hier hin. Hier, wo bin ich denn jetzt? Also, wo nochmal hin? Na, jetzt hast du erstmal eh zu tun gerade. Genau, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den Dünger reinmachen. So, also. Jetzt schnappt ihr euch hier. Ich mag eher so lieber die kleinen Kartoffelklöße. Ne? Vorher soll ich mir vielleicht nochmal die Hand waschen. Robert, was meinst du? Oder willst du nochmal Hallo sagen, Robert? Hallo, hallo Robert. Es war auf jeden Fall eine spannende Staffel, oder? Und die ist ja noch nicht mal vorbei. Die Niki, mit der Niki haben wir noch nicht gekocht. Die Niki hat immer sensationelle Blumen vorbeigebracht. Oder Gestecke.
Aber so langsam geht ja das Jahr auch zu Ende. Und wir haben natürlich wieder viele coole Gäste für das kommende Jahr auch geplant. Für die dritte Staffel. Also könnt ihr euch schon mal mega drauf freuen, auf jeden Fall. Weil Vorfreude ist bekanntlich immer die schönste Freude. Oder Robert? Ja. Ist dir nur endlich mal warm geworden? Nö. Dann solltest du dir vielleicht mal ein Glas holen für den Rotwein. So, jetzt haben wir sie alle abgedreht. Hände waschen, Rizzo. Und dann widmen wir uns der Entenbrust. Die nehmen wir dann aus dem Rohr. Und werden die schön knusprig anbraten, so wie man Entenbrust mag. Ne? Jetzt schaut ihr hier die Federkiele hier, die seht ihr. Die könnt ihr jetzt ganz einfach mit einer Pinzette halt da rausziehen. Ne? Und das geht wirklich einfacher, als wie wenn ihr das vorher macht. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten. Wir braten im Prinzip unsere Entenbrüste an und das machen wir in einer kalten Pfanne, um ganz einfach das Fett auch aus der Entenbrust hier rauszuziehen, ne? Aus der Haut. Und wenn wir das natürlich in einer heißen Pfanne machen würden, würde sofort die Haut verbrennen, die wäre dunkel. Und die Hautschicht wäre im Prinzip noch voller Fett. Und wir hätten hier oben bloß eine Kruste. Und wir möchten aber das Fett hier komplett aus der Haut rausziehen. Deswegen machen wir das in einer kalten und nicht vorgewärmten Pfanne. So. Das kann jetzt ruhig hier ganz entspannt vor sich hinschnurcheln. Das dauert so seine 10-15 Minuten definitiv. Gucken wir mal, was hier unser Kloßwasser macht. Geben wir jetzt die Klöße rein. Die Klöße, ihr Lieben, dreht ihr immer ein, ne? Nie reinfallen lassen, weil wenn reinfallen, dann das. Schön reindrehen. So, und hier ist der Punkt, einmal aufkochen lassen. Und dann lassen wir sie ganz einfach ziehen, bis sie halt oben an der Wasseroberfläche schwimmen. So, das Sößchen, das köchelt auch vor sich hin. Das ist richtig so, es muss wirklich um die Hälfte ungefähr einreduzieren. Na? Und da können wir uns in der Zwischenzeit hier um unseren Spitzkohl kümmern. Das heißt, da geben wir erstmal ein bisschen Butter in unsere Pfanne. Dann möchte ich einen Vanillespitzkohl machen. Das heißt, ich nehme hier eine Vanilleschote. Und die Vanilleschote schneiden der Länge nach auf. Und ich muss jetzt noch nicht mal das Vanillemark rauskratzen, weil das löst sich ganz einfach hier in der Pfanne auch auf beim Rühren. Wir geben ein bisschen Flüssigkeit mit dazu und somit brauchen wir das Vanillemark nicht rauskratzen. Die andere halbe Vanilleschote, die ihr habt, die könnt ihr jetzt bedenkenlos zum Beispiel in ein Glas mit Zucker geben, in euch einen braunen Rohrzucker, in so ein kleines Gläschen hier rein. Ne? Vanilleschote mit rein und dann habt ihr einen sensationellen Vanillezucker. Das Glas kann ruhig auch größer sein. Geht auch die Größe hier. Ne? Wichtig ist natürlich, dass man Vanille immer schön Temperaturen aussetzen, so wie anderen Gewürzen auch, ne, damit sie schön ihre Aroma entfalten kann. Da sieht man wunderbar, wie sich das Mark im Prinzip löst. Ne? Hier unten am Boden setzt es sich ab. Und hier werden wir dann ganz entspannt gleich unseren Spitzkohl drinnen garen. Jetzt geben wir erstmal hier die Zwiebelwürfel dazu.
So, die schwitzen wir jetzt hier schön glasig an. Jetzt werden wir uns gleich mal noch einen Teil unserer Soße hier durch ein Sieb am besten vorne bitte, Robert, und eine Kelle noch. So, wir nehmen uns jetzt hier etwas von unserem Fond weg. Und geben jetzt hier den Spitzkohl zu. Jetzt natürlich auch verschiedene Methoden, den Spitzkohl oder überhaupt Kohl zuzubereiten. Man kann natürlich auch erstmal ein bisschen Speck auslassen und das Ganze so in einem ausgelassenen Speck halt anschwitzen. Oder halt in dem Fall hier so eher diese mildere Variante, halt mit ein bisschen Zwiebelwürfel und der Vanille. Aber was natürlich auch immer ganz gut dazu passt, und da werden wir noch einen kleinen Schluck dazugeben, ist ein bisschen geräuchertes Öl. Um dieses Herzhafte noch so ein bisschen zu kitzeln. Brot alla Pizza, wo ist meine Pinzette? Hier. So, die passierte Soße lassen wir jetzt hier ein bisschen einreduzieren. Natürlich sollten wir sie probieren, wie sie geschmacklich rüberkommt hier. Wir wollen eine weihnachtliche Soße haben. In dem Fall gibt es halt wieder ein bisschen Orange dazu. Gebt hier auf die Schnelle noch ein bisschen Sojasauce mit rein und dann köcheln lassen. So, hier unser Spitzkohl, der wird schön, kriegt ein paar Röstaromen mit. Jetzt muss noch ein bisschen was dazugeben. Am besten alles, es wird schon alle werden. So, und bei den Entenbrüsten seht ihr auch, es bewegt sich was. Ja, das heißt, das Fett zieht sich jetzt hier schön aus der Pfanne raus. Gehen wir hier noch ein bisschen weiter vor. Unser Spitzkohl werden wir noch ein bisschen abwürzen mit Salz und Pfeffer. Geben noch eine kleine Prise Muskat mit zu. Also Salz. Gute Pfeffermischung. Da habe ich schon übrigens wieder jemanden in den Bann gezogen mit dem Pfeffer. Ne?
So, jetzt noch ein bisschen Muskat. Und die Reibe. I love it. So, jetzt können wir hier auch die Klöße abdrehen. Die kommen jetzt schön nach oben. So, und hier für den Spitzkohl einen kleinen Schluck geräuchertes Öl. Passt übrigens gut, Vanille und geräuchertes Öl. Oder überhaupt Raucharomen und Vanille. Harmoniert gut miteinander. Und jetzt geben wir noch einen Schluck Schlagrahm dazu. So, und lassen den so ein bisschen einköcheln halt, ne? So, ein bisschen Petersilie gehackte hier zum Spitzkohl dazu. So, Entenbrüste noch würzen, Soße ein bisschen abbinden, das machen wir nur mit kalter Butter. Und dann geht's los, schicken, oder? Also Entenbrust, ein bisschen salzen. So, kalte Butter. Dankeschön, ihr Lieben. Weihnachtszeit ist immer die schönste Zeit. Ja, beim Kochen. Schön zu Hause in der Küche zu stehen. Ein Gläschen Rotwein zu trinken dazu. Mega, was will man mehr? Also, Prost, ihr Lieben. So, hier auch nochmal salzen. Und dann stellen wir die mal beiseite, lassen sie ein bisschen ruhen. Bisschen Pfeffer noch drüber. Und dann tun wir die nochmal aufs Gitterrost. Ein bisschen was von dem Entenfett könnt ihr hier mit zum Spitzkohl geben. Genau, die Butter gibt jetzt hier einen schönen Glanz auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich, dass es dort nicht mehr großartig kocht. Schön glänzen, natürlich auch den gewissen Geschmack halt noch mit, ne? Wow. Genau, hier seht ihr jetzt zum Beispiel, schaut mal, wo seht ihr es am besten? Robert, welche Kamera sieht es am besten? Na, wie sie sich entspannt, ruht,
Und jetzt fängt es natürlich auch an, so ein bisschen hier der Saft rauszulaufen halt, ne? Aber ansonsten ist das wirklich minimal. Durch dieses Niedertemperaturgarn ist der Saft halt wirklich noch im Fleisch drinne. Und wenn wir die jetzt sofort angeschnitten hätten, würde natürlich hier explosionsartig der ganze Saft raus spritzen und somit natürlich eure Entenbrust dann halt in dem Fall auch trocken sein. Gut, dann würde ich sagen, richt mal an, oder? Ich brauche dazu noch eine Schaumkelle und dann geht's scharf. Also bei los geht's los. Ja, fangen wir an, als erstes hier schön den Spitzkohl. Setzen wir uns hier wunderbar in die Mitte. So, dann nehmen wir uns hier zwei unserer Klöße. Schön die Entenbrust hier drapiert. So, die Soße schön drumherum hier. Hier zur Deko noch ein bisschen Karottengrün. Genau, fertig ist. Ihr Lieben, jetzt kommt die Nicole noch mal hierher. Sehr schön. Arsch auf Eimer. Ja. Oder? Ich nenne es mal eine runde Sache. Mit deinen Klößen, mit meinen Kugeln. Und wir haben es nie abgesprochen, oder? Überhaupt nie. Überhaupt nie. Ist sowieso immer das Beste. Genau. Also hier passend ein wunderbares weihnachtliches, adventliches Arrangement. Richtig. Na? Und natürlich hier das Hauptgericht, die Entenbrust mit einem Spitzkohl à la Creme, ein paar Klöße dazu, eine feine Soße. Leute, die Weihnachtszeit kann kommen. Habt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und Niki, wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal. Auf jeden Fall. Okay, Niki ist dabei. Ihr Lieben, eine besinnliche Zeit mit euren Lieben, mit eurer Familie oder mit wem auch immer, mit Leuten, die ihr gern habt. Bis bald, danke fürs Zuschauen und immer schön Rizzo bleiben. Ne? Also, ciao. Ciao, ciao.